Das ist die Lifehacks Show. Welcome zur Lifehacks Show. Lifehacks gibt dir selbst erprobte Hacks und Tipps für dein bestes Ich. Und hier ist dein Crash-Test-Dummy für ein besseres Leben. Markus Meurer. Yo Leute, was geht? Willkommen zu einer neuen Folge der Lifehacks Show und ich freue mich mega wieder mein Feedback auf euer Feedback zu geben. Auf die Bewertungen, die mich immer wieder weiter antreiben, hier die Show täglich aufzunehmen. Und wir waren gekommen bis 11. August, Nicole Planck inklusive, alles klar. So, dann steigen wir auch direkt ein, würde ich sagen, so. Und zwar sagt Holzmann, Inspiration für Hamsterradflüchtlinge, 5 Sterne. Dieser Podcast ist die ideale Inspiration für alle Hamsterradflüchtlinge. Unbedingt reinhören. Witziges Wort, habe ich auch noch nie gehört. Ja, passt, klar. Flucht macht man eigentlich immer nur vor irgendwas, wovon man Angst hat. Hamsterrad ist kacke, weil du strampelst dich tot und kommst da nie wirklich raus. Wobei, ich finde so, dass der Begriff Hamsterrad schon ein bisschen überreizt ist, von vielen Leuten irgendwie zu oft benutzt wird. Aber letztendlich ist ein Hamsterrad, was da in dem 9-to-5-Leben passiert, wenn du für jemand anderen arbeitest. Grandios, sagt Bijou, 1983. Markus Meurer macht das, was andere ihr Leben lang vor sich herschieben. Er lebt das Leben seiner Träume. In seinem Podcast spricht er mit Weggefährten über den Lifestyle eines digitalen Nomaden und inspiriert und motiviert die Menschen, es eben gleich zu tun. Ich freue mich auf viele weitere Folgen der Lifehacks Show und spannende Einblicke in einen Way of Life, der clever, smart und absolut zeitgemäß ist. Double Thumbs up, weiter so. Yeah, auf den Punkt gebracht. Ich glaube auch, dass es total zeitgemäß ist, einfach so das bestehende System zu hacken und nicht zu traurig zu sein, zu sagen, boah, nee, alles Mist und man kann eh nichts dran ändern und das muss so. Und so habe ich ja früher auch gedacht. Bis vor 4-5 Jahren habe ich genauso gedacht, so ich muss einen konventionellen Job haben. Hatte jetzt nicht einen ganz mega konventionellen, so dass ich mich irgendwie verkleiden musste oder einen Anzug anziehen musste und in der Bank gearbeitet habe. Glücklicherweise habe ich in coolen Startups gearbeitet, konnte also mit Klamotten kommen, mit T-Shirt, Jeans, Fetzer Jeans, whatever, wie ich wollte. Aber am Ende des Tages habe ich doch immer noch für jemand anderen gearbeitet. Und das ist halt, ist echt nicht mehr zeitgemäß. Und auch als Solopreneur oder als Freelancer, als Selbstständiger kann man sehr gut ein Living machen. Also es ist nicht nur, du musst nicht der Mega-Unternehmer werden mit einem fetten Startup, das irgendwie venture-finanziert ist. Nee, es reicht ja auch so. Jeder hat so ein gewisses, so einen gewissen Mindestlebensstandard. Und bei einigen liegt der so, liegt der, glaube ich, bei so 1500 Euro zwischen, je nachdem, wo ich gerade bin, irgendwie 1200, 1500 Euro. Und ich kann echt super gut pro Monat, ne? Super gut davon leben. Und ja, das ist auch keine Rocket Science. Also das kann jeder sehr gut erreichen, wenn er seine Expertise für andere Kunden quasi zur Verfügung stellt als Freelancer. Weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt. Freelancer ist auf jeden Fall jemand, der seine Dienstleistung verkauft. Und das ist absolut machbar und von daher sollte man nicht immer so viel Angst haben. Viele, glaube ich, haben so die Scheu und sagen, ah, nee, und dafür fehlt mir irgendwie das Rüstzeug und kann keine anderen Leute führen und will kein Unternehmen aufbauen, wenn ich so viel Verantwortung habe. Nee, musst du nicht. Die meisten digitalen Nomaden sind Solopreneure. Das heißt, sie arbeiten für sich selber auf eigene Kasse und insofern braucht man da auch nicht so viel Kohle. Und es gibt sogar Orte wie Chiang Mai in Thailand, wo du für sehr viel weniger Geld leben kannst. Ich glaube, so mit 500 Dollar kommt man in Chiang Mai ganz gut zurecht und man hat auch eine ganz gute Nomaden-Community. Nur wenn du später auch mal ein bisschen rauskommen willst und ein bisschen was reisen, von der Welt sehen, dann sollte irgendwie schon in meinen Augen das Ziel sein, auch mal mehr als 500 Dollar pro Monat zu verdienen. Aber jeder muss für sich selbst entscheiden, was er vom Leben will und andere sind einfach in Chiang Mai mega happy und glücklich und bleiben da irgendwie ihr Leben lang. Fair enough, auch cool. Aber darum geht's halt. Und Bijou hat gesagt, ich lebe das Leben meiner Träume. Ja, aber das klingt auch so abgedroschen, ne? Living the Dream. Im Grunde forme ich nur meine eigene Realität und die war vorher zu sehr von anderen Menschen beeinflusst. Und jetzt kann ich mich einfach endlich mal selber verwirklichen und sage, okay, ich will Kitesurfen lernen, dann mache ich das. Und ich will an Kitesurfing-Spots, dann gehe ich Kitesurfen. So. Und früher habe ich mir selber im Weg gestanden oder mir es nicht gestattet oder gedacht, das funktioniert nicht, weil das ist nicht so für dich vorgesehen und du musst arbeiten. Muss jeden Tag zur Arbeit gehen, von 9 to 5, FaceTime und egal wie gut du bist, muss halt immer in diesem scheiß Büro sitzen. Das war irgendwann nicht mehr meine Welt. Christian Schulte, das ist der Founder von Dropscan, einer der ersten Unterstützer von
unserer Idee, eine Konferenz zu dem Thema ortsunabhängiges Arbeiten zu machen. Und Dropscan ist der super geile Service, den wir von Anfang an nutzen, wo du quasi deine Post per Weiterleitungs Nachsendeauftrag, heißt das, an eine Adresse in Berlin weiterleitest, an ein Scanzentrum, wo deine Post dann geöffnet, gescannt wird und du die per E-Mail und in einem Backend von Dropscan zur Verfügung kriegst. Du kannst sagen, scan nur den Umschlag, dann schicken die dir einen Umschlag und dann kannst du selber entscheiden, darf Dropscan, soll Dropscan das jetzt öffnen und dir einscannen oder eben nicht, wobei das alles total maschinell, computerautomatisiert läuft, also die Leute hätten gar keine Zeit, deine Post zu lesen, aber unabhängig davon kann ja mal irgendwas Geheimes sein und wenn du da keinen Bock drauf hast, ich habe grundsätzlich einfach eine Permission, eine Erlaubnis gegeben, alle Briefe von mir öffnen, einscannen, mir zuschicken, geil, du hast direkt einen Scan davon, du kannst den Scan ablegen in deiner Dropbox, ich habe überhaupt keine Dokumente mehr, also ich habe alles in der Cloud gespeichert und das ist einer der geilsten Services ever. Und wenn du dann doch mal irgendein Dokument live und haptisch brauchst, dann kannst du das so lange sammeln in deinem Backend, bis du wieder in Deutschland bist und dann sagen, bitte mach daraus eine Sammelsendung und schick mir die an Adresse XY. Es kann auch eine Packstation sein. Und so besorge ich mir dann immer die Originaldokumente, falls ich doch mal irgendwas brauche, zweimal im Jahr über Dropscan, krieg eine Sammelsendung in die Packstation, hol das ab. Super cool. Dropscan verlinke ich auf jeden Fall in den Shownotes. Warte mal, ich habe hier gar nichts zum Schreiben am Start. Deshalb muss ich mal eben Notes öffnen und hier reinschreiben Dropscan. Dropscan.de ist die Domain, falls ihr es sucht. Und der Christian, der sagt, und ja, eine Anekdote noch, Christian war wirklich einer der Ersten, der an uns geglaubt hat. Und wir haben ja am Anfang ziemlich viel Kacke gebaut mit der DNX, weil wir gedacht haben, wir machen so eine Mischkalkulation, die ersten Tickets Early Bird und dann Normalpreis. Aber weil bei der ersten DNX alle Tickets nach 3 Tagen komplett ausverkauft waren, sind natürlich alle zum Early Bird losgegangen und wir waren voll im Minus. Und dann kamen so die ersten Partner rein, wie Fastbill oder Dropscan, die sagen, ey Leute, das ist total geil, ich helfe euch, dass ihr wenigstens den Break-Even schafft. Und ja, so waren die Anfänger von der DNX. Von daher richtig geil, dass der Christian immer noch an Bord ist. Und Christian sagt, und schon wieder ein neues, faszinierendes Projekt vom Multitalent Markus Meurer. Ja, hat er recht. Also wir haben echt viel, viel gemacht, probiert. Also angefangen von Freelancing-Service, Website-Erstellung für Startups und mittlere Unternehmen unter Rock My Site. Dann haben wir Online-Marketing-Beratung gemacht, Feli und ich, unter dem Namen Online Angels. Dann haben wir versucht, so ein vordefiniertes Produkt zu verkaufen, was quasi deine Website out of the box ist. Wenn du so eine persönliche Website brauchst, wie unter markusmeurer.de, check die auch mal aus, verlinke ich in den Shownotes, schreibe ich mir kurz auf, oder feliciahagarten.de. Und sowas wollten wir standardisieren, weil viele gesagt haben, ich brauche auch eine Website für Personal Branding, haben wir unter dem Namen Wundersite verkauft. Dann, was haben wir gemacht, haben die DNX gestartet. Dann haben wir das erste Jobboard gestartet unter dnxjobs.com. Dann haben wir ein Wiki erstellt für digitale Nomaden unter dnxtoolbox.de. Warte mal, das schreibe ich alles mit dnxtoolbox.de. Was haben wir noch? dnxjobs.com. Dann haben wir die erste internationale dnx gestartet, dnxglobal.com. Dann haben wir Co-Living Coworking Camps gestartet unter dnxcamp.com. Dann haben wir jetzt die Community so fett aufgezogen. Mittlerweile über 1700 Leute in der Community und da sind auch viele Lifehacker von Lifehacks am Start. Über 1700 Leute. Wenn du noch nicht am Start bist, geh jetzt auf dnxcommunity.de und stell eine Anfrage. Wir schalten da jeden frei, dass die Community ist auf Facebook und es sind einfach richtig, richtig geile Menschen da am Start. Alles Querdenker, Freigeister, die das bestehende System challengen und hacken, seinen eigenen Körper hacken, sich persönlich weiterentwickeln. Es macht einfach Spaß. Ich bin auch, jetzt habe ich mich gerade gestoßen. ich bin auch jeden Tag in der Community am Start. Helfe, wo ich kann. Feli ist am Start. Und komm einfach rein. Ist free, ist kostenlos. dnxcommunity.de. Und wenn du das hörst, dann hoffe ich mal, dass noch nicht Dienstag könnte sein. Whatever. Entweder du hast noch Glück und findest in der Community unser Event im Beta-Haus. Nämlich wir machen kommenden Dienstag um 19 Uhr ein kleines Meetup mit allen Leuten, die auch in Berlin sind oder nach Berlin kommen wollen oder sich mit uns unterhalten wollen, sich mit mir unterhalten wollen. Freut mich mega, wenn du vorbeikommen würdest. Und die Infos dazu findest du auch in der Community unter dnxcommunity.de. Alles klein, alles zusammen. Wobei groß oder klein bei einer URL eigentlich egal ist. Dann sagt Christian weiter, sehr spannende Themen, die Markus mit seinen tollen Gästen diskutiert. Viele nützliche Infos, Tipps und Tricks und vor allem ohne Ende Motivation. Unbedingt reinhören und weiterempfehlen. Und was ich jetzt noch verlinke, ist die Lifehacks-Folge mit dem Dropscan-Gründer
Christian Schulte, den habe ich nämlich mir auch schon geschnappt, vors Mikro geholt. Und die sollt ihr auch bitte alle hören, weil Christian ist ein cooler Typ und hat geilen Content zu seinem Produkt und überhaupt so zu der Welt der digitalen Nomaden rausgehauen. Dann sagt Lance, 3009, wahrscheinlich am 30. September Geburtstag. Spannende und interessante Interviews, 5 Sterne, super Podcast, gehört klar zu meinen Lieblingen, immer weiter. Lifehacks lohnt, sagt der liebe Vladislav Melnik. Vladi ist auch ein Speaker bei uns von der DNX, hat letztes Jahr, dieses Jahr im Mai auf der Mainstage einen Talk gegeben. Er hat auch ein mega erfolgreiches Projekt mit seinem Affenblog gestartet, hat auch einen eigenen Podcast, ich glaube Affen on Air heißt er. Und er sagt, Lifehacks inspiriert und fesselt, lohnt, Ausrufezeichen. Ich verlinke mal in den Shownotes den Affenblog, da könnt ihr euch dann auch mehr zum Vladi anschauen und findet mit Sicherheit auch den Podcast. Vielen Dank an dieser Stelle, lieber Vladi. Total motivierend und hilfreich, sagt die Britsche. Und Britsche ist eine gute, alte Freundin, würde ich sagen. Alt in dem Sinne von früher. Also ihr kennt noch den alten Markus aus dem früheren Leben, wo ich noch angestellt war oder Student war. Und findet es auch ziemlich cool, was wir da abreißen mit der DNX. Und war auch bei der letzten Konferenz am Start. Also es hat mich mega gefreut. Sie hat auch total Feuer gefangen. Und Britsche sagt, dieser Podcast macht nicht nur auf dem Arbeitsweg Lust auf eigene Veränderungen und Selbstoptimierung. Durch die authentische Vermittlung der eigenen Erfahrungen, sowohl von Markus Meurer wie auch seinen Interviewgästen, gewinnt man nicht nur hilfreiches Wissen einer ganzen Community, die nach mehr Freiheit im Leben strebt. Man beginnt auch automatisch sein eigenes Leben zu optimieren und auszutesten, was noch so alles geht. Cool, genauso soll es sein. Also man soll ruhig alle Bereiche hinterfragen, sei es jetzt irgendwie eine Morning-Routine, früher aufstehen, barfuß gehen, kalt duschen, vegane Ernährung, mehr Sport machen, das System, wie man arbeitet, zu hinterfragen. Und jeder soll sich da so seine Rosine rauspicken. Perfekt, vielen Dank, liebe Britsche. Inspirierend und hilfreich, sagt Lisa Wünnenberg. Am 24. August 2015, super Podcast mit coolen Gästen und hilfreichen Tipps. Danke, Ben Menges. Ich glaube, Ben ist der liebe, ist der Betreiber von Du bist der Coach oder sowas. Das google ich gleich nochmal und verlinke es auf jeden Fall auch in den Shownotes. War auf jeden Fall auch schon auf der DNX am Start. Super cooler, netter Kerl, der glaube ich gerade in Mexiko unterwegs ist. Auf jeden Fall war er in Mexiko unterwegs. Das hat mir meine Timeline gesagt. Und der Ben sagt, sehr cooler Podcast. Kann ich nur jedem empfehlen, der sich selbst weiterentwickeln will und dabei auf exklusive Infos steht. Zu jedem Thema einen Experten an der Hand ist dieser Podcast wirklich nur jedem ans Herz zu legen. Danke, lieber Ben, Daumen hoch. Jermason sagt, das ist, glaube ich, der Jörn-Henrik Ast, glaube ich, von Superheldentraining. Das verlinke ich auf jeden Fall auch in den Shownotes. Und das Superheldentraining hilft dir rauszufinden, was du wirklich willst, gerade so im Bereich Beruf. Und das war auch bei der letzten DNX, vor 2 Jahren oder so, Riesenerfolg. Also wir haben das zu den Workshops im Beta-Haus gemacht. Und an dieser Stelle vielen Dank dann nochmal für Jörn Henrik. Und er sagt, 5 Sterne Lifehacks für deine Lifehacks. Markus, da hast du aber was angestellt mit deinem Podcast. Jetzt muss ich mir meine Zeit die Woche wirklich gut einteilen, damit ich auch auf jeden Fall die neue Folge deines Meisterstücks hier höre. Was soll ich sagen? Tolle Interviewpartner, tolle Themen, tolle Produktion. Weiter so. Danke, danke. Yvonne Rundio, auch eine gute, liebe DNX-Freundin, sagt, Inspiration pur und spannende Interviewpartner, 5 Sterne. Der Podcast von Markus ist gleichermaßen motivierend und inspirierend. Sympathische Gesprächspartner sorgen für authentische Interviews und geben einen sehr persönlichen Einblick in das Leben und Arbeiten als digitaler Nomade oder Online-Unternehmer. Ich bin begeistert und freue mich auf die kommenden Folgen. Yo, Yvonne hat sich auch selbstständig gemacht als Designerin und ihre Projekte verlinke ich auch in den Shownotes. Ehre, wem Ehre gebührt. Und Yvonne ist auch ein gutes Beispiel für eine Solopreneurin, die ihr Business Step by Step weiter ausgebaut hat und sich so mehr Freiheit in ihrem Leben ermöglicht und erkämpft hat. Wie man Gewohnheiten ändert, sagt Sandra Gutmann. Heute den Podcast mit Patrick Hund gehört. Absolut nachvollziehbar und umsetzbar, wie er davon berichtet, wie man Gewohnheiten ändert. Super. Yo, Patrick Hund, auch netter, cooler Kerl. Hat sich ein bisschen aus der Nomadenszene rausgezogen. Aber echt sehr, sehr smart und gerade das Gespräch, der Podcast mit Patrick hat mir auch richtig viel Spaß gemacht, auch wenn es, glaube ich, mein 2. Podcast ever war oder so. Also ich glaube, das hört man auch entsprechend. Ich verlinke trotzdem mal die Folge, damit ihr was zum Lachen habt. Dann sagt die Line,
Dubois, habe ich noch nie gefragt, wie der Name richtig ausgesprochen wird. Ist auf jeden Fall die Freundin vom lieben Sebastian Cannabis und sie sagt, super Inspiration und Motivation. 5 Sterne. Markus schafft es, einem richtig gute Motivation und tolle Inspiration zu geben. Es werden spannende Unternehmer interviewt, von deren Geschichten man wirklich gut etwas mitnehmen kann. Das Beste ist aber, dass es nicht immer nur um Business geht, sondern eben auch um ganzheitlichen Lebensansatz als Unternehmer, inklusive Health- und Sporttipps. Reinhören lohnt sich also. Danke, danke, liebe Line. Dann sagt der Küchentroll, geiles Ohrenfutter. Ich habe gerade eben das Interview mit Björn gehört, dessen Beiträge ich immer sehr schätze. Großes Lob an dich und Björn. Das Zuhören war mehr als spannend und ich habe wieder einiges an Anregungen mitgenommen. Ich hoffe, dass er mit seiner Prognose zu Twitter Unrecht behält, da ich den Kanal gerne nutze und auch mehr nutzen möchte. Vielen, vielen Dank für das Feedback und die Folge mit dem Björn Tantau, auch ein Kumpel aus meiner alten SEO-Zeit, verlinke ich in den Shownotes. Fand es auch mega, mega spannend, kann mich noch genau erinnern. Das ist immer witzig, wenn du so Interviews aufnimmst, dass man sich im Nachhinein immer noch genau erinnert, wo man da gewesen ist. Und das war nämlich im Surf Office in Lissabon vom Peter Faber. Und da habe ich das Interview über Skype mit dem Björn Tantau gemacht, der, glaube ich, zu der Zeit in Hamburg war. Ist ein Nordlicht. David Verney sagt, mehr davon, 5 Sterne. Der Podcast steckt voller nützlicher Informationen und Inspiration. Ideal für alle Leute, die nicht ein Leben lang den Hamster spielen wollen. Danke, mein Lieber. Claudio sagt, Chloe L. Pass. So wie ich ihn vor vielen Jahren kennenlernen durfte, kreativ und authentisch, seinem Antrieb kann man nicht entkommen. Ich mag Menschen, die motivieren und Perspektiven für ein entspannteres und glückliches Leben aufzeigen. Ich glaube, das ist der liebe Claudio aus dem Muscle Gym in Münster, meinem allerersten krassen Fitnessstudio. Und das Muscle Gym hat mich ehrlich gesagt infiziert, das Fitnesstraining noch ernster zu nehmen und egal wo ich bin, auch weiter durchzuziehen. Und Claudio ist echt ein Tier, ist ein geiler Typ, super lieber Mensch, hat richtig was auf dem Kasten und war auch ja immer cool, ihn dann im Muscle Gym zu sehen und ein paar Worte zu quatschen. Also vielen Dank an dieser Stelle, lieber Claudio. Immer wieder aufmunternd, unterhaltsam und lehrreich. 5 Sterne sagt Amy Shelley, 1111, das waren 4 Einsen, ne? Jo. Ein toller Podcast, den ich irgendwie oft hören, wenn ich mal einen schlechten Tag habe. Spätestens nach 10 Minuten ist die gute Laune dann wieder da. Die Gäste sind super ausgewählt und man erhält durch die bunte Mischung am Background auch Einblicke in Welten, in denen man sonst vielleicht keine Berührungspunkte hat. Toll, dass die Tipps und Inspirationen viele Lebensbereiche wie Online-Business, Ernährung, Sport, Motivation, Kreativität und mehr abdecken. Und echte Menschen von ihren Erfahrungen und auch ihren Misserfolgen sprechen. Schon oft habe ich durch Markus Podcast weitere tolle Podcasts, Blogs und YouTube-Kanäle entdeckt, die mein Leben jetzt bereichern. Sehr geil. Vielen lieben Dank. Und genau so soll es sein, weil die Leute, die ich hier auf dem Podcast hole, die sind nicht minder spannend, also die sind meistens ja noch viel spannender als ich, sonst würde ich es ja nicht drauf holen, weil nur wenn du mit anderen Leuten redest, kannst du ja selber wieder was lernen. Von daher unterhalte ich mich total gerne mit Leuten, die mehr auf dem Kasten haben als ich und mach dazu dann noch mein Mikro an und so haben alle was und so kannst du ja auch nur selber wachsen. Ein Muss in meiner Liste, sagt Ree Bernie und der sagt, der Podcast darf in meiner Liste nicht fehlen. Habe auch die alten Folgen durchgehört und erwarte mit Spannung jede neue Folge. Die perfekte Mischung aus Themen und Gästen und Markus führt optimal durch die Sendung. Weiter so. Danke, danke, danke. Dann sagt der Alexander Klose, der jetzt vor ein paar Tagen hier auf dem Lifehacks-Podcast war und ausgebildeter Psychologe ist und Psychotherapeut, der im Übrigen auch einen Workshop auf der kommenden DNX geben wird, zum Thema Burnout-Prophylaxe, wie man sich selber davor schützen kann. Gerade im Online-Unternehmertum oder als Solopreneur ist man da echt gefährdet, von dem Hamsterrad in auf einmal in dieses Unternehmerrad zu kommen, weil du ja auf einmal dann selber dein eigener Held bist und selbst entscheiden kannst, wie lange du arbeitest, woran du arbeitest, wie viel du arbeitest. Die meisten sind dann halt so unter Feuer und unter Strom, dass sie gar nicht mehr essen oder schlafen und das komplett vergessen. Und so war es bei uns am Anfang im Übrigen auch. Eine gewisse Zeit lang ist das auch gut und okay so, aber irgendwann sollte man dann gucken, dass man sich wieder darauf besinnt, auch eine gewisse Routine in sein Leben zu kriegen. Und dafür ist dann der liebe Alex Klose da und der schreibt, Markus bringt in seiner Lifehacks-Show immer wieder interessante Gäste aus den Bereichen digitales Entrepreneurship und Selbstmanagement. Absolut unterhaltsam und voller wichtiger Infos. Danke, lieber Alex. Dann sagt S.M.Nick, klasse Podcast, 5 Sterne, bin seit dem Start des Podcasts Stammhörer und freue mich, immer auch die neue Folge, Ausrufezeichen, wahrscheinlich auf die neue Folge. Super authentischer Podcast mit sehr guten Konzepten und immer sehr interessanten Gästen aus unterschiedlichen Bereichen. Großes Lob, Markus. Weiter so.
Danke, danke. Und zum Punkt aus unterschiedlichen Bereichen. Ich glaube, bis jetzt war es sehr online-business-lastig, aber mein Leben ist halt auch sehr online-business-lastig. Ich versuche aber noch mehr Biohacker, Sportler, Ernährungscoaches auf den Podcast holen, um auch die anderen Bereiche abzudecken. Dann sagt die Jenny Söllner, uneingeschränkt hörenswert, 5 Sterne. Toller Podcast mit interessanten Gästen, vielen nützlichen Infos und einer extra Portion Motivation. Markus hat eine super sympathische Art, seine Gäste zu interviewen und es gibt reichlich Tipps und Tricks fürs Lifehacking. Unbedingt reinhören. Danke, liebe Jenny. Dann sagt TOK aus BKS, super Podcast, 5 Sterne. Markus Meurer hat uns da wirklich mit einem super Podcast bereichert. Ich bin zwar kein digitaler Nomade, aber ich könnte seinem Podcast wirklich sehr viel entnehmen. Ohne zu übertreiben, kann ich sagen, dass dieser Podcast mein Leben verändert hat. Seit ich diesen Podcast am 11.10.2015 zufällig bei iTunes Podcast entdeckt habe, kommen fast mit jeder Folge und jedem seiner Gäste neue Ideen und neues Wissen, welches mein Leben bereichert. Empfehlungen von Apps und Programme, die ich nicht kannte oder immer nur vorbeigescrollt habe, sowie Morgenroutinen seiner Gäste, die schnell zu meinen eigenen Habits wurden. Selbst eigene kleine Vorsätze, die ich bisher nicht konsequent durchgezogen habe, wurden dank den im Podcast gehörten Tipps von Markus Meurer zu meinen neuen Habits. Ich möchte euch an dieser Stelle Danke sagen. Macht bitte weiter so. Wow! Geiles Feedback. Vielen, vielen Dank, lieber TOK aus BKS. Cool, dass du einfach so in den Podcast reingestolpert bist und man dich dann so begeistern und motivieren konnte. Das treibt mich an, das ist geil. Vielen, vielen, vielen Dank. Und ich mache jetzt den Deckel drauf. Wir haben jetzt 21 Minuten Feedback uns gegenseitig gegeben. Ich gebe Feedback auf euer Feedback. Es macht total viel Spaß. Hinterlasst mir bitte Feedback, also schreibt mir, wie ihr dieses Format findet. Bin jetzt 2015 ganz durch, also so viel Bewertung kommt dann auch nicht mehr, obwohl jetzt auch wieder ein paar neue dazugekommen sind, also 2016 ist noch vor uns. Aber ich finde es cool, dann quasi so in den Dialog zu gehen mit den Leuten, die mir Feedback geben. Ich denke, das bin ich dann auch jedem schuldig. Und wer noch mehr von mir erfahren will, von meinem Leben, wie ich jetzt hier podcaste, wie ich davor beispielsweise beim Sport gewesen bin, dann auf dem veganen Sommerfestival in Berlin. Wir haben heute Samstag. Das war eigentlich ganz cool. Und ja, was ein digitaler Nomade, der als Online-Unternehmer unterwegs ist und den X-Bewegung angeschoben hat. Ich mache jetzt hier gleich Schluss, keine Sorge. Was der so den ganzen Tag macht, dann folgt mir auf Snapchat. Ich nehme jetzt mal eben den Snap auf Snapchat unter Markus Meurer und da könnt ihr dann alles weitere von mir erfahren und sehen und hören. Jo, vielen Dank. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Peace and out. Jo, Freunde, wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst mir eine Bewertung mit kurzem Text auf iTunes. Ich verlose einmal pro Monat ein DNX-Ticket deiner Wahl unter allen Bewertungen. Liked meine Facebook-Seite unter facebook.com/meurermarkus, folgt mir auf Snapchat unter dem Usernamen Markus Meurer und checkt meinen Background unter markusmeurer.de. Peace and out.